So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play 35mm oder 35mm. Erstmal Flugmango, auch dir ein schönes herzlich willkommen. Ja, ich bin heute alleine, ich zock heute ein bisschen Singleplayer-mäßig wieder. Und deswegen habe ich mir gedacht, Far Cry zu Ende, und da war ein Spiel auf Steam bisschen günstiger abgesetzt, und das war das 35mm, ein neues Spiel, was ich eigentlich überhaupt nicht kenne, und ich weiß eigentlich nicht so recht, was mich erwartet. Ich weiß bloß, dass das ganze Game ein bisschen auf Englisch ist. Ein bisschen ist übertrieben jetzt, eigentlich untertrieben, ist komplett auf Englisch, also nichts Deutsch. Ich schau mal, ob ich zurechtkomme, und würde sagen, schauen wir mal, was uns mit dieser Kamera hier so, ja, erwartet dann. Also, dann starte ich hier mal. New Game. Horrorspiel würde ich jetzt mal nicht sagen. Es wäre eigentlich eher so ein atmosphärisches Spiel. Auch ein bisschen, glaube ich, Survival. Aber eher Atmosphäre. Englisch geht, ja. Geht, aber ein komplettes Spiel auf Englisch habe ich, glaube ich, auch noch nie gehabt. Aber schauen wir einfach mal, wie wir zurechtkommen. В доме ничего нет. Осмотрись сам, если хочешь. Oder es wird sogar Russisch gesprochen oder Polnisch. Und da sind wir schon in der Welt. So, das heißt, ich schau mal kurz nochmal sicherheitshalber. Language ist Englisch, okay. Ja, nee, dann passt es schon. I need to check in my inventory. Okay, Inventar. Besser als Französisch. Oh ja, dann würde ich wahrscheinlich sofort ausschalten. Wir haben einmal die Kamera und einmal ein Messer. Und F wäre die Taschenlampe. Also zwei können wir auch als Messer ziehen. Sehr gut. Und hier haben wir schon die Kamera. Mit der ich aber, glaube ich, noch nicht so viel anfangen kann, oder? Achso, einfach bloß so gehalten und dann Fotos schießen. Alles klar, okay. Schauen wir mal. Also wir sollen einmal kurz das Haus oder ins Haus rein. Ich glaube natürlich, wir sollen ins Haus rein. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, wir sind irgendwie mit einem Bruder oder so unterwegs. Der hat uns jetzt irgendwie hier abgeholt, weil uns... Hoppla, sorry, ich muss einmal kurz vorbei. Genau, ich würde kurz nochmal ins Haus reingucken. Das könnte nämlich... kann ich hier auch das Messer wegpacken? So, sehr gut. Interagieren geht auch, sehr gut. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das unser Häuschen ist, war, wie auch immer. Und... wir müssen jetzt halt irgendwie dann los, weil irgendwie auf uns erwartet irgendetwas. Muss jetzt leider essen, hoffe du bist noch on, wenn ich wieder da bin. Ja, guck mal einfach mal. Schau mal einfach mal. Schau einfach mal nochmal vorbei. Dann können wir ja auch gucken. Oh, wir haben schon gleich. And he said there's nothing here. Also, wir haben noch ein bisschen Munition gefunden. Sehr gut. Also ducken geht auch, sehr gut. Glas brauchen wir aber nicht. Also wir haben jetzt halt keine spezielle Lebensanzeige oder Gesundheit oder Essen, Trinken. Aber schauen wir einfach mal, was uns das Spiel so bringt. Aber hier, glaube ich, brauchen wir echt nichts mehr machen. Können wir nichts mehr machen. Alles Mögliche eingesammelt. Aufs Dach will ich jetzt auch nicht rauf. Aber ich würde kurz noch mal gucken. Ah, sprinten geht, okay. Ich würde bloß gucken, ob man überhaupt klettern kann. Nee, hier könnte ich jetzt nicht hochklettern. Okay, nee. Dann
Bin ich ready? Also. Ah, die Taschenlampe. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mal zu. Kommst du mit? Oh, ich glaube nicht. kann ich da irgendwie einen Anstoß machen? Hallo. Wenn nicht, gehe ich jetzt einfach mal zu. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dem Mann hier interagieren soll. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal. Go. Alles klar, sehr gut. So, weil... Da haben wir schon die erste Zwischensequenz. Hui. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Schrot und Munition ansammeln können. Was uns vielleicht dann irgendwie Inventar angezeigt wird. 35mm. Ja, und in 35mm würde ich wirklich mal das interpretieren mit dieser Kamera. Aber schauen wir einfach mal, was es hier so gibt in der Landschaft. Sind, schätze ich mal, in Russland unterwegs. Also diese Sprache jetzt da, das war mir eher Russisch als Polnisch. Aber der müsste vielleicht einmal noch mal was sagen. Der Werte her. Aber so von der Umgebung her ist schon mal ganz gut. Kann ich schon mal so sagen. Wir hätten hier rechts auch noch ein paar Dörfer. Nee, eher ein paar Hütten. Aber die lassen wir jetzt einfach mal rechts liegen. Wir schauen jetzt einfach mal, wo uns dieser Mann hinführt. Ob es unser Bruder ist. Ob es irgendein Typ ist, den wir jetzt seit vor 10 Minuten erst kennengelernt haben. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Wir können auf jeden Fall immer schön die Landschaft genießen. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel auch geht. Ob ich die ganze Zeit irgendwie so einen Stuss da laber, wie im Moment. Oder ob ich dann einfach mal ja, die Landschaft so wirken lassen soll. Ob ich eigentlich viel schleichen muss oder entdecken muss. Hier ist glaube ich auch nichts drin, oder? Hier wäre ein Koffer. Kann ich nicht aufmachen, nee. Okay, er wartet sogar auf uns. Okay, er hat bloß noch mal kurz auf die Karte geguckt, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Aber scheint der richtige Weg zu sein. Vielleicht müssen wir sogar wieder zurückfinden. Oh, ich will jetzt den. Ich will jetzt den schönen Platz machen hier. Dann schauen wir mal. Also mit Auto und so weiter hättest du ja eigentlich auch kommen können, mein Freund. Aber nun gehen wir halt ein bisschen. Ist ja auch kein Problem. Vielleicht hat er irgendwie sein Auto defekt gehabt. Musste in die Werkstatt oder so. Boah, wenn ich hier die Sonne schaue, wird schon hell. Aber hier war doch was, oder? Okay, das ist irgendwie so ein Funkturm oder so. Zoomen kann ich. Ich kann bloß ein einziges Bild machen, oder wie? Mehr kann ich nicht machen. Okay. Bisschen schade. Da hätte ich ein bisschen mehr mit der Kamera gespielt. Das wäre richtig nice. So, und wir kommen in den Wald rein. Ist eigentlich nichts los. Es sind keine Zombies, keine Tiere. Vielleicht sehen wir ja im Wald Tiere, mal gucken. Aber dangerous place, watch your back. Okay. Haben wir schon. Also immer ein bisschen nach hinten auch gucken, kann ich auch so nicht. Kamera drehen oder so geht auch nicht. Also ein bisschen immer in der First Person.
der Ego-Perspektive und lauschen erst einmal den Wald. Ich glaube, hier könnte ich richtig geile Thumbnails machen mit diesem Spiel. Schauen wir mal. Oder was halt hier keine Waffen, die irgendwie im Bildschirm reinragen. Keine Overlays. Nix, einfach bloß Natur. Da könnte, glaube ich, schon was gehen. So, und hinter uns war schon gleich ein Geraschel. Aber ich bleibe jetzt mal dicht bei unserem Freund hier. Der auch schon einen richtig großen Rucksack gepackt hat für die Reise. Ein paar Pilze hätten wir auch. Aber da wir sowieso keine Nahrung brauchen, also da wir keine Essen und Trinken Balken haben, also Anzeige, würde ich jetzt immer drauf schätzen, dass man eigentlich nicht viel essen hier muss. Höchstens überleben. Oh ja, mal schon mal ein Kaninchen. Eichhörnchen. Auf den Baum rauf. Alles klar. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viel gescriptet ist. Wie zum Beispiel dieses Eichhörnchen gerade. Dann schauen wir mal, was uns da noch alles erwartet. Also dieser Weg scheint mir trotzdem befahren zu werden. Also den Fußspuren oder den Spuren hier. Muss ja öfter mal trotzdem. Auch wenn es bloß so eine Quadbike sein kann oder so. Muss hier trotzdem befahren werden, der Weg. Also so ist es dann auch wieder nicht. Ich habe auch nichts in der Nähe irgendwie. Also hier mal ein bisschen ungestützten Baum. Oh, und einmal eine richtige Straße. Ist das sein Auto? Also ich glaube, wir können auch jederzeit von ihm weg und irgendwas erkunden. Bleibt er halt einfach stehen. Oh. Okay. Eine Wasserflasche und ein Foto. Puh, was könnte das für ein Ort sein? Achso, das können wir jetzt. Können wir das mitnehmen? Okay, aber wir haben eine Wasserflasche. Schauen wir mal, Kofferraum. Geht der Kofferraum auf? Nee. Also anfangsmäßig, wie wir noch im Haus waren, wurden ja die Gegenstände, mit denen man interagieren kann, wurden ja so hell erleuchtet, aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Hm? Okay, das kann man eh bloß aufmachen. Na okay, wir haben eine Wasserflasche gefunden. Ich wollte noch ein bisschen die Tür zumachen, weil jetzt wenn so ein Auto noch vorbeikommt, ich glaube, der nimmt halt dann einfach die Tür hier mit. Und es geht weiter. Nach links oder rechts zu lehnen geht auch nicht. Wir hätten jetzt versuchen können, das Auto vielleicht zu kurz zu schließen. Aber dann hätten wir jetzt wahrscheinlich auch diesen Weg hier weiternehmen müssen, weil sonst kennt sich wahrscheinlich der Typ da gar nicht mehr aus. Er hat da so eine Karte noch in der Hand gehabt. Oh. Okay, er macht auch von alleine Fotos. Okay. So. Also wird sich trotzdem immer wieder ein bisschen. So, once hit the camera is a small time machine.
It allows you to plunge into the past, to remember and feel the emotion. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dass es auf jeden Fall die Möglichkeit gibt, einfach die Zeit anzuhalten. Für eine Hundertstel Sekunde. Das ist schon nice. Auch wenn der hier immer ein paar selber Fotos macht. Kommen wir jetzt halt endlich ein bisschen zu den Orten, die vielleicht ein bisschen interessanter sein könnten. Weil das ist ja schön und gut. Aber ich versetze mich da immer ein bisschen auch in die Lage von DayZ, wo man ja eigentlich auch mehr oder weniger nur herumrennt und überleben will. Hier haben wir keine Ahnung, ob wir hier Zombies haben, keine Ahnung. Aber wir können, okay, jetzt sind einfach bloß leere Dosen. Wir können uns auch hier ein bisschen umgucken, was uns so auf dem Weg noch zuläuft oder hier einfach rumliegt. Vielleicht in die Tonne mal. Nee, aber ich glaube, so detailliert ist das Spiel dann auch wiederum nicht. Hier ist einfach mal, okay, zugebunden. Und hier wäre noch der alte Traktor. Eben das sehe ich hier Wasser. Okay, er schaut sich auch ein bisschen um. Das ist auch nicht schlecht. Vier Augen sehen ja doch besser wie zwei bloß. Vielleicht findet er noch ein bisschen Stuff dann immer. Okay, aber hier bei diesem Traktor finden wir auch nichts. Deswegen ist jetzt der Typ weg. Nee. Okay, aber er beschäftigt sich selber noch ein bisschen. Und ich höre Hunde. Lol, da ist ein Hund. Pass voll auf. Nicht, dass dir die beißt. Hi, Doggy. Vor allem da drüben wäre doch jetzt was. Moment. Ich laufe hier mal kurz hin. Weil mein Freund will jetzt schon wieder auf einem anderen Weg weitermachen. Aber ich würde hier kurz mal hingucken. Auch weil ich schon wieder gesehen habe, dass es für dieses Spiel ein paar Erfolge gibt. Ach, kann er wieder nicht drüber klettern, oder wie? Do not need to go far. Ich darf gar nicht mehr so weiter. Okay. Okay, nee, dann gehen wir wieder zurück.